Stadtarchiv beheimatet und seit Ende der 90er Jahre saniert mit Museum in der ersten Etage und Ausstellung und unten auch Gaststätte und betrieben seit jetzt schon einem Jahr. Da weiß ich nicht wie lange, also ich wusste zwar nicht, wie viele Museumsnacht es war, aber ich weiß nicht seit wann Uwe Brückner hier im Geleitshaus ist. Seit 10 Jahren. Oh, dann ist es ein Jubiläum. Das finde ich, das ist ein Applaus wert. Also seit 10 Jahren. Das Geleitshaus und an den übergebe ich jetzt weiter. Er sagte mir in der Vorbereitung, er macht ein bisschen Tralala, wie immer, und das wird es jetzt. Also unsere 10 Minuten sind um. Ihr müsst jetzt weiter zum Schützhaus. Als erstes würde ich euch bitten, mal noch ein Stück rumzukommen. Das wäre ganz wichtig, weil hier unten fließt das Blut jetzt gleich. Dann bitte nicht in den Rinnstein reintreten, weil da läuft das dann lang. Ja? Wir haben heute eine schreckliche Ballade vorbereitet für euch. So. Zu Weißenfels bewegt sich der bewegte Weißenfels, selbst der Amtsschimmel galoppiert heute mit, das ist schön. Herr Bürgermeister, wir haben die Ehre. Ihr wisst, dass ihr immer herzlich willkommen seid, heute bei Spiel und Dallerei und Buritaden. Doch die fröhliche Ansicht hier hat seine Tücken. Ja, es ist nicht alles immer so schön, wie es aussieht. Deshalb werdet Zeuge einer Moritat, werdet Zeuge einer fürchterlichen Ballade in 3 schauderhaften Abteilungen. Fängt leise an, schmeidig. Der Saal erglänzt im hellsten Kerzenstrahle und lustiger Sang ertönt aus voller Kahle. Die Tänzer fliegen auf der Freude schwingen, doch ein Herz klopft voll Schaudern und voll Bingen. Es ist das Herz von Fräulein Leonore, dem Fräulein mit dem rabenschwarzen Lockenhore. Leonore sah man mit den Ritter Kunzen schon einige Galopps zusammen dunsen. Ritter Veit und Eifersucht warf gleich mit seiner wilden Brust in Flucht. Zugunsten ging er hin und sagt ihn grimmig: Gleich gehst du mit mir oder Gott verdimm mich. Die 2. Abteilung. Der Garten glänzt im hellsten Mondenstrahle und aus dem 2. tönt das Lied der Philomale. Nachtigall. Der Ritter Veit zieht seine Klinge nackig und steht voll Mordgier in dem dunklen Dackicht. Der Ritter Kunst naht jetzt und spricht: Was soll ich? Dein Schwert ziehen oder deinen Dolch? Da sagt ihm Ritter Kunst: Du willst mir trumpfen, ich spotte dein. Auf, lass uns blutig kupfen. Schon fechten sie in wild entbrannten Trotzen, sodass die Schwerter nachts in Flotzen. Und ehe 5 Minuten noch verstrichen, da lagen beide jämmerlich durchstichen. Die 3. Abteilung. Kaum hörte man im Saal Geklotter klingen, bedeckte Leichenblässe alle Wingen. Schnell stürzte alles nach der dunklen Grotte und siehe bald, was sich ereignet hatte. Leonore ruft: Weh mir, ich komme zu spät. Sie liegen beide tot in ihrem roten Blätter. So ruft die Jungfrau tugendreich und edel und zieht aus ihren Haaren eine lange Nädel. Schaut in den Mond mit Schaudern, mit Grausen und stößt die Nadel tief in ihren Bausen. Und alle sieht mit Angst und mit Entsetzen der Jungfrau Flut hoch aufwärts spritzen.
Schon singt sie hin, die so viel Anmut hatte. Und auf zwei Leichen liegt nun die Tratte. Und die Moral aus der Geschichte: Aus wilder Eifersucht entstehen immer Drang, Trübsal, Pein und großer Jimmer. Was das Geschick auch Böses mag verhängen, es ist nicht gut, sich selbst umzubringen. Vielen Dank. Oh, welch Gemetzel. Ist unser Zeitvertreib doch ein bisschen aus den Fugen geraten. Kann mal jemand die Leichen wegbringen? Wir wünschen euch praktisch auf Museumsfahrt und heute zur Museumsnacht alles Gute, viel Spaß und bewegt euch zur nächsten Station auch nicht gleich. Kommt auch zurück. Heute Abend spielt für uns Danza Banda, Tänzer aus aller Welt. Wir können zusammen tanzen, wir können zusammen fröhlich sein und bis dahin habt eine schöne Zeit in unserem schönen weißen Fels.